Ab jetzt, sofern das klappt, ja genau, oben aufzeichnen läuft. Guten Abend und herzlich willkommen zu Project 52 Live, heute mit dem Thema Urban. Ich bin schon ganz gespannt auf eure Beiträge und ich würde gleich mal den Bildschirm wechseln auf die Instagram-Seite, dass wir die können anschauen. Da gehe ich mal kurz rein zum Screensharen, so. Seht ihr jetzt die Instagram-Seite? Gut, ja. Ihr winkt und nickt, das ist eher ein gutes Zeichen. Wie ist es von der Akustik? Hört man mich einigermaßen gut? Gut, okay, wunderbar. Also, wir haben hier zwei Beiträge, die schneller waren, als ich das Posting habe können machen. Ist auch gut. Wir haben hier ein Foto, urbanes Wirrwarr, Abendstimmung auf der Hartbrücke. Jetzt können wir ein bisschen überlegen, von wo aus von der Hartbrücke das fotografiert worden ist. Aber was ich spannend finde, dass im Bild ist wirklich dieses Wirrwarr. Und man sieht auch verschiedene Gebäude von verschiedenen Epochen. Man sieht so die alten Kirchen, dann sieht man eher neuere Gebäude, dann sieht man, es wird gebaut. Ich habe immer das Gefühl, es wird eh immer gebaut in Zürich. Und dann diese schöne Schleife, die wo der Zug vorbeifährt. Also hat sehr viele Ebenen das Bild. Es ist eigentlich ein mega Wirrwarr, aber trotzdem wirklich spannend, weil es so ein Suchbild will. Das kann ich mir gut vorstellen, dass man das auch kann auf ganz groß printen und irgendwo aufhängen. Das kann sicher faszinierend sein, wie detailreich das ist. Und ich glaube, es war ein bisschen Föhnwetter, man sieht sogar noch die Berge im Hintergrund. Aber Katharina kann uns sicher verraten, wo der Standpunkt war von dieser Aufnahme. Es wird uns, glaube ich, alle wundernehmen. Wo genau bist du auf der Hartbrücke gestanden? Das ist oberhalb von der Bahnhof. Ah, überhalb vom Bahnhof, Hartbrücke. Ja. Okay. Genau. Und dann einfach so Richtung Zürichsee runter fotografiert, nehme ich an. Genau, ja. Und vom Wetter her würde ich sagen, entweder am Morgen oder am Abend. So, es war Abend, ja. Abendstimmung vom Abendlicht her. Ja, nach einem Gewitter. Mhm. Sehr schön. Auch das überrascht mich noch, du hast mit einem relativ starkem Tele gearbeitet, mit sehr offener Blende und trotzdem sind extrem viele Details relativ scharf noch vorhanden drauf. Also das ist wirklich eigentlich sehr wenig Unschärfe im Bild, wenn man das Gefühl hat, ah, das ist irgendwie die Kirche im Hintergrund ist unscharf, ist alles noch so scharf genug, dass man es erkennen kann, was es in etwa ist. Du hast, was für eine Kamera genau, eine APS-C, oder, glaube ich, Katharina? Ja, genau, das ist damals 5300. Die 5300, Nikon, ja. Nikon D5300, genau. Ja. Sehr schön, finde ich von der Stimmung her, also jetzt von der Stimmung vom Licht her auch speziell, weil wir haben so ein bisschen die Abendsonne, die reinscheint und hinten schon ein bisschen so fast schon düstere Stimmung, Weltuntergang mit den Wolken. Jetzt also hier noch ein bisschen müssen rausarbeiten, die Wolken, nach in der Bearbeitung. Ja, es war leicht überbelichtet. Ja, ja, das ist immer ein bisschen das Phänomen, das hatten wir gerade diese Woche, wenn man eigentlich mit einer Aufnahme möglichst alle Helligkeitsunterschiede meistern will, dann wäre die Möglichkeit von einem Verlaufsfilter, von einem Grau-Verlaufsfilter angebracht, wo man dann kann eigentlich genau bestimmen, wo das Bild mehr oder weniger hell sein sollte. Und da gibt es ja verschiedene Hersteller, unter anderem Haida sind vom Preis-Leistungs-Verhältnis sehr günstig oder, so wie wir vorher angesprochen haben, Rolei finde ich eigentlich auch ganz vernünftig, diese Rolei-Filter, die jetzt relativ neu auf den Markt kommen, diese Sets. Gut, vielen Dank, Katharina, für deinen Beitrag. Ich gehe gleich mal einen weiter. Auch hier urban, ich sehe den Freitagtower, ich sehe einen Teil von einer Abfahrt von der Brücke, diese Graffiti-geschmückte Wand und wenn man ein bisschen weiter geht mit dem Auge, dann, wenn ihr mal dort vorbeikommt, das lohnt sich, dort hat es einen der letzten noch in Betrieb Fotoautomaten von Zürich, glaube ich, und da kann ein paar Franken reinwerfen, da kommen wirklich noch so analoge Fotos rausgedruckt in Schwarz-Weiß, also es ist wirklich ein sehr lustige Sache, wenn man das mal probiert, solange es noch gibt, weil ich habe letztens mit dem geredet, wo die repariert, hat gesagt, irgendwann mal gibt es keine Ersatzteile mehr und dann gibt es einfach diese Automaten gar nicht mehr. Rainy Urban Zurich, jetzt müssen wir mal herausswitchen, von wem es ist, aber ich sehe gerade nichts. Ist die Person anwesend, die das so, man muss ja nur lesen, hä? Peter Mühlenthaler. Hä? Peter, bist du der Schöpfer dieses Werks? Ja, genau. Sehr schön. Wo hast du das Logo machen lassen mit dieser schönen Schrift? Oh, ich müsste das mal nachschauen. Ich habe da irgendeinen mal rausgepickt auf dem Internet. Ah, so von der Facebook-Anzeige. So ja, genau. 30 Dollar oder so. Ja, genau. Ja, dann haben wir alle den gleichen. Der ist nämlich super. Wahrscheinlich. Ja. Ja, der ist genial. Ja, geplant wäre was anderes gewesen, aber es hat derart geregnet
am Samstagmorgen. Ja. Es fiel eigentlich ins Wasser dann das, im was ich wahrsten Sinne des machen Wortes. wollte. Aber du bist Ja. längst nicht nach Hause gegangen, sondern du hast Nee, halt nee, ich das. habe dann wirklich hab gefunden, ja, wenn ich schon in Hartbrücke bin, dann suche ich mir einen trockenen Platz. Das kommt dann raus dabei. Was wäre denn geplant gewesen an diesem Samstag? Ja, ursprünglich hätte ich gerne auf die Terrasse wollen, auf die Ah, okay, ja. ETH-Terrasse. Und ja, das war mir dann doch zu nass. Okay, aber was ist, weil das tut viele hindern am Fotografieren, Fotografen, wenn es regnet. Und die gerade finde ich, der Regen, der ja nicht vorhanden ist auf dem Bild, außer in der Reflexion in den Wasserpfützen, macht eben gerade noch etwas aus mit dem Bild. Und zwar gibt es wie so eine zweite Realität in diesen Wasserlachen. Man sieht ja einen Teil von diesem Freitagturm auch noch in der Reflexion in der Straße. Und ich finde es total spannend, dass ich tue sehr gern nach dem Regen fotografieren, auch während dem Regen nicht unbedingt, dass ich jetzt selten rausgehen und während dem Regen fotografieren oder wenn es sehr stark regnet, dann halt die Kamera schützen. Es gibt extra so von Manfrotto so Kamera-Regencapes, wo man dann kann so drüber stülpen. Da kann man auch bei strömendem Regen fotografieren. Und sonst, was auch ganz einfach geht, sind einfach diese ganz einfachen Klarsichtsäcke da von Mikro oder Coop, wo man kann in den Tiefkühler tun. Einfach irgendeinen Sack, wo die Kamera schützt, wenn es stark regnet. Wenn es nur ein bisschen tröpfelt, wie zum Beispiel, du warst am Samstag, Peter, Ja, diesen genau. Samstag, eben hat es ja so eher, also mal mehr, mal weniger geregnet. Ja, Das es war sehr haltet die Kamera eigentlich recht unterschiedlich. gut aus. Also die Kamera Was verträgt meistens mehr Regen als wir. ich mich nicht entscheiden konnte, aber du hast mir jetzt gerade die Lösung gegeben, ist tatsächlich so, wenn man das Farbbild anschaut, dann spiegelt sich der Tower hier in der Pfütze. Das auch rauszuarbeiten, schwarz-weiß, wäre wahrscheinlich schwieriger, Ich oder? glaube, es wird untergehen, genau. Und Ja, ich finde ich gerade habe. die Farbigkeit von Graffiti macht noch auch einen Schatten, Teil Ja, vom genau. Charme aus. Ja. Also ich habe wenn du mit dem Pfeil weiterblätterst, gibt noch das Ah, Schwarz-Weiß hier. dazu. Und ich habe mich dann fürs Farbige entschieden, genau aus dem Geht Grund, völlig weil verloren. Ja. es geht viel verloren, ja, habe Ja. ich das Gefühl. Man Also müsste ich da finde, wahrscheinlich mehr rausarbeiten. obwohl ich ja immer davon rede, dass zu viel Farbe das Bild auch nicht verträgt. Und wir haben hier viel Farbe drin, aber es ist alles so in gleichen Tönen, so in diesem Blau-Grau-Ton. Und ich finde, es stört überhaupt nicht die Farbe. Ganz im Gegenteil, es ist ein riesen Mehrwert. Weil ganz alles hier, diese Reflexion, die farbige, die ist zwar hier drauf, aber die wird praktisch nicht mehr wahrgenommen. Ja. Nein, ich glaube, das ist ein guter Entscheid in Schwarz-Weiß, ja, definitiv. Gut, das war das Thema oder ist das Thema noch von dieser Woche? Danke. Vielen Dank, Peter. Ich gehe mal ein Bild weiter. Es schaut irgendwie nach einem Fluss aus, wo man auch oben drüber fahren kann. Es ist anscheinend in Luzern aufgenommen worden, darum weiß ich nicht, wo das genau ist. Aber spannend finde ich Z7, also dann dürfte es von Olli sein, würde ich sagen, von der Samstagsklasse. Ich glaube, Olli habe ich nicht gesehen in der Leitung, also hat sich in der Zwischenzeit eingeklickt. Olli, falls du da bist und der Verursacher dieses Fotos bist, einfach melden. Und sonst Bin hier. bist du hier. Ist es dein Foto? Sorry, ich bin noch gerade auf dem Velo, aber Ja, ich das mit der sehe es. Brücke. Du machst zwei in einem, finde ich super. Du gehst Radfahren und wir haben das Foto hier von einer Brücke mit einem Radfahrer, wo Ja, von das unten, ist meins. also eine Unterführung, sorry, das ist deins, weil Luzern und dann ich bin eigentlich nur von der Z7 auf dich gekommen. Sehr Wo gut. ist das genau? Was ist das für eine Unterführung und was fährt da? Und Also wenn es man schaut, es ein ist. bisschen nach Autobahn aus. Genau, es ist die Autobahn, die von Stans, also vom Lopper her, Richtung Zürich geht. Und der Fluss ist die Reuss. Und das ist eigentlich der Veloweg, der entlang der Reuss von Luzern Richtung Emmen führt. Genau. Und ist hier vorne nass, das Dunkle hier vom Weg her? Ist das irgendwie Nein, so? es war am Samstag nach dem Zootag. Ja. Und es ist eigentlich schon relativ spät am Abend. Und das Licht dort, das ist eigentlich gar nicht so hell. Nein, es ist wirklich trocken. Okay. Ja. Das ist vielleicht Dreck oder so, so angesammelt dort. Ja. Weil ich finde es spannend, weil der Fahrradfahrer scheint so aus der Dunkelheit ins Licht zu kommen, durch Genau. diese Dings raus. Und auch das Licht, das ja noch auf der Mauer reflektiert, finde ich ganz schön hier. Und natürlich hat diese Graffitis, die übereinander rüber gesprayt worden sind. Also es scheint hier sehr rege gesprayt zu werden. Finde ich cool, auch von Absolut. den Perspektiven hier einander reinlaufen. Wir haben so eine Fluchtlinie oben nach links runter, dann geht eine so die, also es ist so Chaos und trotzdem irgendwie geordnet das Ganze. Und schön gesehen, ich muss immer wieder Komplimente machen. Ich
persönlich mag es gern, wenn Linien aus dem Bild rausführen. Wir haben hier eigentlich die Mauer nicht irgendwo angeschnitten, sondern läuft genau diagonal unten links aus dem Bild raus. Das kann ab und zu Zufall sein oder man macht es unbewusst, aber es wirkt einfach gerade so ein bisschen professioneller, der Bildzuschnitt. Ja, es hat gedauert, bis ich richtig gestanden bin. Das kann ich dir sagen. Das kann ich mir vorstellen, 35, ja. Brennweite. Okay, du hattest die Bühne und dann wartest du auch noch auf den Protagonisten. Also du wolltest ja irgendwas nämlich auch mit Bewegung machen, genau. Genau, zum Glück ist er gelaufen und nicht gefahren. Da sonst wäre er schon wieder weg, was du alles eingestellt hättest. Genau. Super, danke Oli für deinen Beitrag. Bitte. Also, dann haben wir ein Licht- und Schattenspiel. Das könnte ich mir auch in Schwarz-Weiß vorstellen, aber ich finde es schon spannend, auch in Farbe, weil ich extrem viele Ebenen habe und nicht genau weiß, was sehe ich jetzt von welcher Realität wo. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, das ist eine Fassade, die sehe ich in echt und hier ist eine Glasfassade und in dieser Glasfassade reflektiert eigentlich dieses Gebäude wieder. Und das vermischt sich dann, wenn ich mal nur die rechte Seite anschaue, habe ich das Gefühl, es sind zwei Gebäude, aber eigentlich ist es ja ein Gebäude und die Reflexion. Dann hintendurch habe ich die Post. Und was ich mich natürlich frage, ist, wie diese Reflexionen hier am Boden entstehen, ob das durch irgendetwas, wo oben noch durchhängt, entsteht oder ob das irgendwie durch, weil das ist ja ziemlich durchgehend. Und dann vorne, Post, kann ich mir vorstellen, dass es in Zürich irgendwo bei der Hauptpost, so in der Nähe von der Sihl, also sprich im Hauptbahnhof sich befindet. Aber ich sehe, Lenker ist in der Leitung. Du kannst uns sicher helfen, wie diese Schatten hier entstanden sind und ob das die Hauptpost ist in Zürich, Lenker. Ja, genau, das ist Hauptpost. Das ist irgendein Teil vor Europale. Mhm. Und ich weiß auch nicht, wohin die Schatten kommen. Also okay. Vielleicht ist das von dieser Reflexion. Du hast es nicht. Aha, das könnte noch sein vom Glas, genau. Dass ein Teil eigentlich vom Licht gebrochen wird und dann halt, wo kein Glas dazwischen ist, dann diese Schatten entstehen. Aber es zieht automatisch schon das Auge nach vorne. Ich finde allgemein dieses Gebiet um die Europale ist total spannend, auch elektronisch zu fotografieren. Hast du das mal in Schwarz-Weiß ausprobiert, Lenke, das Bild, oder noch nicht? Ja, aber so hat das geht mir dir ein bisschen verloren. Gefallen, ja. Das Blau geht natürlich, die Post geht natürlich völlig unter. Ja. Sehr schön. Vielen Dank, Lenke, für deinen Beitrag. Ja. Alt trifft neu, ist so der erste Eindruck von mir. Und Urbanität, der Begriff ist ein Ähnlichkeit. Das Bild zeigt die Innenverdichtung im Zentrum von Uster. Das muss ich zweimal lesen, bis ich es verstehe. Aber Daniel wird uns nachher noch ein bisschen aufklären. Also es geht um Uster und es geht im Prinzip, wenn ich es richtig verstanden habe, ums neue Bauen. Und wir haben irgendwie vom Gefühl her vorne noch einen Teil Park, wo irgendwie was vorbeizufahren scheint, weil irgendwie jetzt noch ein Vorsichtszeichen oder so, ein Tram oder ein Zug da vorbeifährt. Und man hat das Gefühl, die Gebäude stehen extrem nahe zusammen. Es sind eigentlich praktisch drei Gebäude auf einem Foto. Wir haben hier nochmal ein Neuband. Das Haus, glaube ich, kann ich mir vorstellen, steht vielleicht aus dem einzigen Grund nur noch, weil es unter Denkmalschutz steht. Aber Daniel, wie kommst du zu diesem Bild und wie weit lag ich weg von dem Text, von meiner Interpretation? Ja, sorry, Roberto. Servus. Servus. Ich finde einfach die Perspektive finde ich extrem spannend. Es ist im Vordergrund der berühmte Nüsslikreisel in Uster. Der Nüsslikreisel, also dort fährt was vorbei? Autos? Oder Eichhörnchen? Ja, ja. Okay. Ja, ist ein Autokreisel. Und warum ist der berühmt? Warum ist der berühmt? Weil er was macht? Also gibt es so viele Unfälle? Der ist einfach dort und bekannt unter dem Namen Nüsslikreisel. Und das ist durch Verkehrsberuhigung gemacht worden, nehme ich an. Ja, ja. Mhm. Und ich finde einfach so dieses Bild mit diesen Rösli und diesem Knusperhäuschen im Hintergrund, das ist so eine Art Uster von früher darstellt. Und im Hintergrund diese Entwicklung in diesem Zentrum von Uster, wo jetzt diese Dichte propagiert wird. Ja. Wo, ja, es funktioniert so ein bisschen, es funktioniert noch nicht so richtig. Okay. Aber interessant zu beobachten und zu verfolgen. Wie sich das weiterentwickelt. Und das Knusperhäuschen im Vordergrund, gehe ich davon aus, dass das nicht abgerissen werden darf oder haben sie das einfach lassen, weil es schön ins Stadtbild passt? Nee, das ist unter Denkmalschutz. Schon, eben. Weil sonst wäre es nicht abgebaut und ein weiterer Betonklotz hingestellt worden. Und das schaut schon fast so New York-mäßig aus, schaut so terrassenmäßig aus, dieses Gebäude hier im Hintergrund. Das scheint ganz eben spannend. Eben, die tun so in Uster, ja. Ja. Also ich sehe, Uster ist auch mal ein Besuch wert, um Architekturaufnahmen zu machen.
Unbedingt. Am wie heißt der? Nüsslikreisel? Der Nüsslikreisel. Der Nüsslikreisel, okay. So lernt man wieder was dazu. Ich war letztens in Uster am Nüsslikreisel, kann ich dann behaupten. Sehr schön. Und das ist im Prinzip also so Altstadt, sprich City, ist wirklich so im Stadtzentrum, kann man sagen. Genau, ja. Okay. Genau. Spannend. Vielen Dank, Daniel, für deinen Beitrag. Ich komme zu. Ah, ich weiß, wem das Foto ist, weil es hat so einen leichten Wiedererkennungswert. Ich sehe eine Dame, eine Wicca, so ein bisschen eine Hexe, im positiven Sinn natürlich immer gemeint. Und die geht irgendwie die Treppe rauf und sie scheint so fast schon zu schweben, weil ich nur ein Bein von ihr knapp sehe und auch das ist in Bewegung. Also man hat irgendwie das Gefühl, sie schwebt da diese Treppe rauf. Ich finde es spannend, wenn man das konsequent durchzieht, im Sinn von, ich fotografiere mich immer von hinten mit dunklen Kleidern und dann kannst du so eine Serie draus geben, wo diese Person, die ja inkognito bleibt, dann überall gewesen ist. Vor der Haustüre, Burghalden, ja, das kannst du uns sicher sagen, wo das ist. Ich weiß, ich hatte in Geografie leider einen Fensterplatz, aber Sonja, hilf uns ein bisschen nach. Das ist ein Ortsteil von Richterswil. Und es gibt einen kleinen Bahnhof auf der Bahnstrecke zwischen Werdenswil und Einsiedeln. Der heißt Burghalden. Okay. Aber der hat ein sehr großes Einzugsgebiet von Leuten, weil es ist am Berg und der nächste Bahnhof ist erst wieder unten und wir haben direkte Verbindung auf Werdenswil und die Schnellzüge nach Zürich. Okay. Und wie viele Fotos hast du gemacht, um das zu bekommen, was du hier gepostet hast? Also ich habe eine Viertelstunde ich war eine Viertelstunde dort und ich musste den Weg erklären und das Stativ wegnehmen, weil die Leute noch auf den Zug rennen mussten. Aha, oh je, ja, okay. Mich mit den Nachbarn unterhalten, das war das einzige Bild, auf dem ich im Ganzen drauf war. Okay, erschwerte Bedingungen sozusagen. Ja, weil ich habe mit Selbstauslöser gearbeitet, weil ja. Die App, ich ertrage sie nicht mehr. Okay. Und ich musste immer hochrennen und wieder runterrennen mit den hohen Schuhen. Es war anstrengend, es war ja warm, es war Sonntagnachmittag. Ja, da war es extrem typisch. Ja, und ich war die Attraktion. Und ja. In dem Haus hinten dran, mein Nachbar musste dann noch auf den Balkon, um zu rauchen, um mir es zuzusehen. Und dann, der wollte ich nicht auch noch drauf haben. Okay. Ich habe dann zusammengeräumt und bin wieder weg. Und eine Kollegin von mir ist noch die Treppe runtergefallen, Weil sie so interessiert mir zuschaute. Aber es geht dir gut. Gedacht, das geht nicht. So urban ist es dann doch nicht okay. Bei mir. Aber der Kollegin geht's gut. Ja. Gut. Sie weich gelandet. Sehr cool. Ja. Finde ich spannend. Hast du immer mehr oder weniger einen Hut an auf diesen Bildern oder irre ich mich? Nein, meistens, ja. Meistens schon. Das ist natürlich auch ein hoher Wiedererkennungswert. Ja. Also du wohnst auch wirklich hier gerade in der Nähe. Ja, zwei Häuser weiter. Okay, also wirklich. Also wirklich direkt vor meinen Haustüren. Ich glaube, wenn ich das würde machen, dann würde ich es irgendwo an einem Ort machen der Welt, wo mich niemand kennt. Da muss man einfach zum Mut haben. Ja, ich habe gedacht, es sei niemand dort, aber dafür, es war gut, ich hatte keine Speicherkarte. Ich musste nochmals zurück. Ich hatte okay. Ja, das hat Vor- und Nachteile. Ja. Also schön finde ich auch diese Halbtransparenz vom Kleid, wo man ein bisschen noch an der Treppe sieht. Und halt auch diese... Man hat das bisschen ein Gefühl von Bewegung, auch wenn nicht wirklich Unschärfe drauf ist, weil halt das eine Bein scheint ein bisschen angewinkelt zu sein. Also es ist wirklich so, als ob du so gerade da raufschwebst. Ja. Sehr schön. Vielen Dank, Sonja, für deinen Beitrag. Das schaut nach Habe aus, würde ich sagen, Zürich Habe. Wir haben hier natürlich das urbane Leben, das stattfindet, wenn die Leute von verschiedenen Orten über den Habe dann meistens kommen am Morgen, um arbeiten zu gehen. Was spannend ist bei diesen Bahnhofsbildern ist natürlich auch wieder diese extreme Perspektive, die Fluchtlinien, die eigentlich alle zum Zug hinziehen. Und wir haben eigentlich sehr viele Informationen an diesem Bild, wo wir erst auf den zweiten, dritten Blick sehen. Wir sehen, an welchem Gleis das Foto aufgenommen worden ist. Wir sehen die Uhrzeit und wir sehen, dass irgendwie nicht viel los war. Sei das, weil es zu einer Zeit war, jetzt schauen wir mal, ja gut, vier herum, ist vielleicht nicht so mega viel los. Oder vielleicht ist es auch mit dem Lockdown verbunden, weil ich war in letzter Zeit zweimal am HB und es war wirklich extrem wenig los. Woche 10 urban. Nasmi, wann ist das Foto vor kurzem aufgenommen worden oder schon länger her? Nein, vor kurzem. Vor kurzem. Und es waren wirklich auch wenig Leute, wo du aufgenommen hast. Ja, das Bild. Genau. Hast du mit Stativ gearbeitet oder aus der Hand? Nein, aus der Hand. Genau. Ja, also da wirklich ganz vorsichtig gedürft. Grundsätzlich am HB
fotografieren. Mit Stativ braucht er eine Bewilligung von der SBB und die muss irgendwie Monate vorher eingeholt werden. Also ist super kompliziert. Und es geht halt vor allem darum, dass ihr den Passagier nicht im Weg seid und nicht irgendwie Unfälle provoziert, wie bei Sonja, dass da noch jemand die Treppe runterfällt oder so. Aber ich habe auch noch nie angefragt. Es ist auch so, dass es ja Privatgrund ist. Also wir haben zum Beispiel mehrmals schon einen Weihnachtsmarkt fotografiert und auch dort braucht ihr eine Bewilligung. Nur in Zürich oder überall? Ich glaube, es ist überall privat. Schlussendlich ist es der Privatbesitz der SBB. Und eben wie schon gesagt, im Normalfall, Normalfotografien ist kein Problem, aber sobald Festivals sind auf Privatgrund, gerade bei Bahnhöfen, glaube ich, ist es so schweizweit. Vielleicht ist das von Kanton zu Kanton anders gelöst. Aber lieber einmal mehr nachfragen, als nachher dann die Nachsicht haben, wenn man nichts kann mit den Bildern machen. Also sie sind dort sehr freundlich. Auch wenn wir zum Beispiel im Seal City in Zürich fotografieren gehen wollten, das ist es ein Telefon, dann bekommt ihr so ein Fotobadge und dann könnt ihr problemlos fotografieren gehen. Hast du das Bild irgendwie von den Farben noch ein bisschen entsättigt? Es kommt mir so ein bisschen matt vor, was mir sehr gefällt. Das entspricht so ein bisschen dem urbanen Lebensstil. Ja, habe ich es. Hast du noch ein bisschen entsättigt? Ja, genau. Sehr schön. Gut, vielen Dank, Nazmi, für deinen Zug. Ui. Jetzt sehe ich was Farbiges und ich muss zweimal schauen, dass ich das richtig sehe. Ich sehe Container, die angesprayt sind wie, man sagt nicht, Autos oder Zugwaggon und die integrieren sich irgendwie total in die Hintergrundlandschaft. Also das schaut irgendwie cool aus, es schaut aus wie eine Zugkombi und es könnte in Deutschland aufgenommen worden sein, aber Martin gibt uns da vielleicht mehr Infos dazu. Es ist nicht so weit. Dieses Foto habe ich in Aarau gemacht. In Aarau, okay. Ja, dann hat es ein Deutscher gesprayt, da schwarz-rot-gold, oder? Ja, es sieht so aus, aber ja. Es sieht wirklich. Oder ein Deutschland-Fan. Und es ist beim Jugendkulturhaus Flößerplatz. Okay. Es finden dort Konzerte statt und das ganze Haus ist eigentlich mit Graffitis verspreit und sieht wirklich ganz gut aus. Man kann sehr, sehr gute Motive herausnehmen. Dann nehme ich auch an, ist es ein von den wenigen Fällen, wo das legal gesprayt worden ist, wenn es ein Kulturhaus ist, nehme ich ja, an. Ja, richtig, ganz genau, ja. Es sind immer sehr coole Hintergrundmöglichkeiten für Portefotografie, so Graffitis, gerade wenn man urbane Porte machen möchte, ist das sehr, sehr cooler Hintergrund. Und das soll schon eine Zugkomposition sein, wenn ich das richtig interpretiere. Ja, das stimmt, ja. Es ist wirklich lustig. Also es sind wie kleine Waggons, aber sind die Abfallcontainer. Ja, das ist sehr cool, ja. Hat man sie verschönert sozusagen. Und das ist in Aargau. Ja, richtig. Kulturzentrum. Wie hat das schon geheißen? Irgendwas mit Floß? Flößerplatz. Flößerplatz, okay. Also wenn man mal in der Nähe ist und möchte so urbane Porträtserie machen, lohnt sich sicher mal dort vorbeizuschauen. So, der übliche Verdächtige, unser Prime Tower. Was ich in diesem Bild spannend finde, ist mal von einer anderen Perspektive fotografiert worden. Und zwar von einer Seite, wo ich glaube, die wenigsten überhaupt hinkommen. Ich glaube, es ist so die Rückseite, also gut, das ist natürlich die Rückseite von einem Gebäude. Ich glaube, ich habe vorher Su nicht gesehen in der Leitung, falls ja, doch. Das doch, ich bin da. Genau, hello. Willkommen, hello. Guten Abend, hallo auch Isabel, hallo Michi und alle, wo ich sonst noch nicht gegrüßt habe. Sag uns mal kurz, Su, ich bin gerade am Überlegen, von welcher Seite das fotografiert worden ist. Also das war mehr so ein Foto noch so schnell zwischen dem Shooting vom Atelier vom letzten Samstag. Vom Samstag, ja. Ihr wart ein bisschen reduziert, habe ich gehört. Ja, also aber für uns ideal. Sehr gut, sehr gut, ja. genau, aber das ist auf dem Dach vom Pfingstweid Park. Aha, darum die Perspektive, ja. Und dann habe ich mal schnell eine Pause gesagt, oh, ich sollte noch urban etwas haben. Und dann habe ich da ein bisschen noch zack, zack. Gebucht. Ja. Zwei Fliegen mit einem Streich. Nehme ich halt doch den Prime Tower, der zwar bekannt ist, aber ist ja wirklich urban. Ja, bekannt schon, aber was ich spannend finde, ist, die wenigsten kommen überhaupt auf dieses Parkhausdach rauf. Was natürlich ein Riesenvorteil ist, wir sind immer noch viel weniger hoch als die Hälfte vom Prime Tower. Trotzdem schaut es halt nicht aus wie so ein typisches von ganz unten rauf fotografiertes Bild, wo
der Primetime extrem stürzende und fallende Linien hat, oder? Und man sieht auch ein bisschen was von der Geometrie viel besser vom Prime Tower, weil es sind ja wie so einzelne Elemente, die dann noch rausschauen vom Prime Tower. Also ist von der Form her ganz spannend, was man so normalerweise von ganz unten von der Perspektive her nicht sieht. Und was das heißt, ich auch noch, dass man eben eigentlich auch noch da vorne die, das vom Dach wirklich noch das alte, da diese Nummern und diese, genau. Das ist ja wirklich vom noch ganz ein altes Gebäude, auch so das Alte und Neue eigentlich. Also das heißt, der vordere Teil hier, das ist alles Parkhaus eigentlich da? Das Parkhaus da. Ah, das ja. Finde ich spannend, sehr faszinierend eingebaut. Das ist natürlich logisch, weil ich dachte zuerst, das ist irgendwie der Platz von unten, wo die Autos stehen, aber natürlich das Parkhaus, da kommt das Gebäude vor dem Prime Tower und dann im Hintergrund kommt der Prime Tower. Sehr schön. Cool. Danke, Su, für deinen anderen Blick auf den Prime Tower. Danke. Oh, jetzt wird es aber lebendig. Sharon, bist du in der Leitung? Weil er schreibt es ja selber, oder? Tauben sind für ihn den Inbegriff von urbanen Umfeld in der Schweiz. Tauben gehören zum Stadtbild. Ob geliebt oder gehasst, das überlasse ich jedem selber. Ich gehöre eher zur zweiten Fraktion. Für mich sind das, also ich mag jedes Tier, aber für mich sind Tauben fliegende Ratten. Und was ich spannend finde in diesem Bild ist natürlich, die Taube selber, die da so vorbeiläuft, so Richtung Sonne, der Schatten, den sie wirft. Und sonst sieht man, also es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass wir uns vorstellen, dass das alles Kaugummi sind, die herumliegen dort. Die andere Möglichkeit ist, dass das Überreste von den Tauben sind, die sie hinterlassen. Und spannend finde ich auch diese Trennung von hell zu dunkel, weil sie scheint schön so auf diesem Lichthof zu spazieren und eigentlich so, sie läuft irgendwo weg, wo sie auch immer hinläuft. Und auch diese Diagonale, die es ins Bild gibt, sie läuft nicht gerade, sondern sie läuft diagonal von unten links nach oben rechts eigentlich weg. Jerome ist in dem Fall nicht da oder kann heute Abend nicht da sein. Gut, dann haben wir wieder was eher Altstadtmäßiges. Ich sehe eine Altstadt, die mich ein bisschen an Winterthur erinnert, aber wahrscheinlich liege ich falsch. Dann habe ich, müsst ihr nur schauen. Dann habe ich ein Fahrrad, das irgendwie vor dem Brunnen hingeschmissen worden ist. Da suche ich irgendwie entweder, vielleicht ist es auch umgefallen, das Kind dazu oder den Erwachsenen. Und ich sehe einen Brunnen, das ist ja typisch für Winterthur, es hat extrem viele Brunnen in diesem Bereich von der Altstadt. Ich sehe eine Pfütze, ein bisschen reflektiert. Und das ganze Bild ist so nostalgisch, ein bisschen in Sepia gehalten. Asja, was hat das mit diesem Fahrrad auf sich? Das weißt lag du? Beim Brunnen. Okay, das war niemand in der Nähe. Wie? War niemand in der Nähe, wo das Fahrrad hätte... Doch, die Jugendlichen und die Erwachsenen, die im Brunnen baden. Eben, ich dachte mir noch, sind das Hände oder Füße da? Und, oder? Es ist ein Mann. Okay. Und da rechts davon ist eine Frau mit dem Rücken zu uns gewandt. Okay, es sind zwei drin, also es war heiß. Ja, genau. Okay. Und dann haben sie sich so einen kleinen Whirlpool gegönnt und sind da mitten in der Altstadt baden gegangen. Genau, ich fand das so faszinierend, dass ich einfach ein Foto machen musste. Ja. Hast du sie nachher noch um Einverständniserklärung gefragt oder hast du das? Nein, habe ich nicht, weil man sie ja nicht gut erkennen kann auf dem ja, Foto. Also ich dachte zuerst, ich wollte nicht sagen, ich dachte, das ist irgendein Teil vom Forum vom Brunnen hier, aber wenn man genau schaut und an deinen Ausführungen zu folgen, ist das ein Gesicht, sehe ich das richtig? Genau. Ein Kopf. Und das sind Beine und hier jetzt nochmal Beine, aber den zweiten Oberkörper sehe ich irgendwie nicht. Vielleicht ist der. Beine, das ist eine Frau mit den Armen. Aha, okay, alles klar. Ja. Jetzt, wo du es sagst. Ja, aber wenn es heiß ist, dann muss man sich halt eine Abkühlung gönnen. Ja. Und damit rechnen, wenn man in der Altstadt von Winterthur baden geht, dass man dann dabei fotografiert wird. Hatte es einfach wenig Leute oder war das ein Zufallsschuss, dass da einfach nichts los ist auf der Straße? Ja, es hat ja doch den links im Bild. Dort sitzen ein paar, ja, aber mir fehlen so die Leute, die durchs Bild laufen. Also ist da niemand, war niemand unterwegs? Nein, es hatte wenig Leute. Okay. Aber zu viele zum Fotografieren. Ich hatte genau den richtigen Moment erwischt, wo niemand... Wo kein Traffic war. Ja. Genau. Warum Sepia? Also Schwarz-Weiß wäre auch eine Möglichkeit gewesen oder Farbe. Was wolltest du damit? Eigentlich war es Schwarz-Weiß. Und dann habe ich mit dem Handy hochgeladen. Und okay. Dort gibt es solche Filterfunktionen. Mhm. Und ich habe es dann mal
alles durchgeklickt und Sepia gefiel mir am besten. Ja, Sepia ist halt so ein extrem ungewohntes Sehen. Das kommt aus der Zeit eben noch, wo es Schwarz-Weiß gegeben hat. Ich finde es spannend, weil es bringt einem halt eine Zeit zurück, die schon längst vergangen ist. Und das finde ich schön bei diesem Bild, weil ich sehe kein typisches Merkmal, warum dieses Bild nicht auch aufgenommen worden sein könnte zur Zeit, wo noch Sepia fotografiert worden ist. Ich sehe praktisch nichts Modernes auf dem Bild. Also es passt zum Gesamtbild nachher. Genau diesen Eindruck wollte ich ja vermitteln, dass es irgendetwas Altes, Antikes ist. Und ja, bin froh, dass es rübergekommen ist. Ja, die Illusion ist dir sehr gut gelungen, weil ich sehe nichts Modernes an diesem Bild. Ja, vielleicht die Lampen, das könnten ja Gaslampen sein oder so. Sehr schön, danke Asia für deinen Beitrag. So, jetzt muss ich wieder hernen. Ich sehe ein Gebäude mit einer Bank im Vordergrund, in Schwarz-Weiß gehalten. Irgendwo wird noch gebaut, aber ich habe irgendwie A, keine Ahnung, was ist, und B, es schaut für mich extrem menschenfeindlich aus. Aber ich habe so eine Vermutung, von wem es sein könnte. Ich kenne so ähnliche Bilder von ihm. Er grinst schon. Michael, was erzählst du uns? Das ist ein Winterthur bei den roten Hochhäusern. Ja. Es ist der sinnlose Versuch, diesen Platz als Begegnungsraum zu gestalten. Man sieht die Bänke. Okay. Ja. Es gibt dort, sieht man auch die Büsche. Aber ja, es ist wunderschön, erschlagend. Ja. Da fühlt man sich nicht wohl. Ja. Es ist echt so, auch wenn du geradeaus siehst, siehst du eine kleine Eingangstüre in das Gebäude. Da sieht man die Größenverhältnisse. Also es ist der Eingang zum Gebäude. Ja, genau, da gehst du rein. Okay, das ist ein Gefängnis. Hintereingang. Und ich dachte lang, was für ein Bild soll ich machen? Ich wurde wieder rückfällig und habe so diese, ich nannte es Urban Wasteland, diese urbane Einöde, musste ich wieder festhalten. Einfach dieses Lebensfeindliche, obwohl es ist eine Stadt, da geht es um Leben, dass viele Leute zusammen sind, und doch schafft man es immer wieder in den Städten, solche lebensfeindliche Umgebungen zu schaffen, die auch eine große Unsicherheit eigentlich ausstrahlen, wenn man dort ist. Und wenn du sagst, das ist irgendwie bei, was hast du gesagt, bei den orangen Hochhäusern? Bei den roten. Wo muss man sich das geografisch in etwa in Winterthur vorstellen? Also im Bereich so Fabrik, beim Bahnhof rechts, dort wo gebaut wird. Ja, richtig. Also du gehst Richtung Spital und dann hältst du ein bisschen rechts. Okay. Das sind sehr markante, siehst du von weit, sind wirklich Hochhäuser, sind wirklich, du siehst die markant, und eine Zeit lang war es sehr hip, dort zu sein, weil da gibt es eine Bar im obersten Stock, aber die ist seit 2 Jahren nicht mehr in Betrieb. Okay. Wegen zugeschlossen. Ja, genau. Gut, ich sehe, glaube ich, etwas, was dir vielleicht schon aufgefallen ist, wir haben hier noch einen Sonnenfleck drin. Ne? Genau, ja, den habe ich nicht, hatte keine Zeit, ihn rauszuretuschieren. Ja gut, wenn es ein Sonnenfleck ist, ist es nicht schlimm, wenn es Staub wäre, könnte man es retuschieren, aber ich finde, es gibt gerade noch was Spezielles rein, so wenn man so ein bisschen, aber ich tippe leider eher auf Staub, würde ich sagen, weil sonst wären es ja mehrere, aber es stört nicht groß. Okay, mich hat es gestört, aber da hier noch. Gut, vielen Dank, Michi. Oh, da kommt ein HDR daher. Ich sehe ein HDR, würde ich mal meinen. Isabel wird uns nachher sicher helfen. Und zwar sehe ich auch irgendwas in einem Glas drin steht, ein Auto, das auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Dann sehe ich eine relativ, sagen wir, schäbischicke Wand mit verschiedenen kleineren und größeren Graffiti drauf. Es hat Poster, die draufgeklebt worden sind. Und es ist so eine leichte Übersättung an Farben. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht in der Schweiz aufgenommen worden ist, aber vielleicht kann uns die Bella da weiterhelfen. Isabel, the stage is yours. Thanks. Hallo erstmal. Und hallo. Du hast recht. Moin, moin. Moin, moin, genau. Das ist in Hamburg aufgenommen worden, in St. Georg. Vielleicht lange Reihe, sagt dir das was? Die lange Reihe. Ja, St. Georg. Nee, also mir sagt Hamburg was, St. Georg, habe ich schon aufgehört zu nachdenken, wo sie ist. Okay, super. Ja, da gab es einmal oder zweimal dort in meinem Leben. Ach, okay.
Okay, dann wird es ja wieder Zeit. Nur, dass es viele Kneipen hat. Genau, richtig. Also es ist auch ein lebendiger Stadtteil und ist bunt und ein bisschen hippie-mäßig. Bars, Cafés und Künstlerateliers ist dort zu finden. Und genau, richtig. Ich habe ein HDR in der Tat verwendet, weil unten die Bordsteinkante, die war ein bisschen überbelichtet. Okay. Also nicht das untere Teil, sondern das obere Teil. Und demzufolge, ja, und ich wollte auch, dass die Farben ein bisschen hervorkommen. Peppig hervorkommen. Genau. Und irgendwie sehe ich ein Dreibeinstativ. Das ist aber in dem Gebäude drin, oder? Genau, das ist drin. Da ist noch ein Tisch und einmal so hochkant noch so ein Tisch, was so ein bisschen aussieht, als ob es am Auto lehnt. Ja. Aber nicht an der Fall ist, ja. Du hast sehr gut deinen Namen versteckt. Ich habe jetzt dreimal geschaut, ob das ein Graffiti ist oder deine... Nein, in dem Fall nicht. Das Auto steht parkiert irgendwie auf der Vis-à-vis-Straßenseite oder sonst irgendwie. Genau, richtig. Und das scheint ja auch schon so ein bisschen in die Jahre gekommen zu sein, so ein bisschen Rost oder angesetzt hat und so ein bisschen verschiedene farbige Teile und so. Genau, genau. Also ja, das gibt gut. Eigentlich das ganze Viertel wieder, richtig. Mhm. Okay. Ja. Schön. Für mich so an der Erreichung der Grenze von der Farblichkeit, ich würde so ein bisschen die Farbintensität reduzieren, aber es ist halt immer so, wenn man HDR macht, dann hat jeder so seine eigene Auffassung von, wie stark farbig etwas sein darf. Aber gut, umgesetzt, weil man sieht, wenn du Helligkeitsunterschiede hattest, sieht man die mindestens nicht durch die HDR-Umsetzung. Das ist schon mal ein sehr guter Ansatz. Und das ist irgendwie ein Kioskschild oder sowas da, das Grüne. Genau, das ist auf der gegenüberliegenden Seite und das sieht eher aus wie so ein Second-Hand-Laden. Ah, okay. Genau. Ah ja, hat noch ein bisschen Kleider oder so drin. Ja. Cool. Very nice. Ja, vielen danke. Dank, Isabel. Wir gehen gleich mal ein Bild weiter. Jetzt, ich glaube, ich sehe auch wieder den HB. Und was ich spannend finde, ist ein Bild, dass es für mich wie mit einem umgekehrten Filter fotografiert ausschaut. Und zwar... Ich habe das Gefühl, dass oben extra abgedunkelt worden ist und unten aufgehellt. Aber ich glaube, das war die Lichtsituation dort am HB. Weil wir haben oben eigentlich dort, wo die Information stattfinden sollte, was wir sehen, haben wir fast schon eine Gegenlichtaufnahme. Die Personen sind mehr so schemenhaft. Das ist natürlich das Coole, dass sie anonym bleiben, als sie hier so vorbeilaufen. Und ich glaube, warum das Gabriele nicht in Schwarz-Weiß umgewandelt hat, ist, weil die ganze Farbstimmung hat auch wieder dieses Warme rüberbringt. Und ich glaube, da geht irgendwie, dass je länger ich das Bild anschaue, geht auch was ab, weil die Person mit dem Fahrrad scheint irgendwo hinzuzeigen. Ich weiß nicht, ob sie fragt, wo sie hinlaufen soll. Und im Vordergrund haben wir relativ viel Fläche, wo wenig stattfindet. Ich glaube, das Einzige, was ich würde an dem Bild eventuell noch ändern wäre, das radikal anders zuschneiden, sei es irgendwie 16:9 und weil so nach der Reflexion natürlich klar ist der Schatten schön, aber ich sage jetzt mal so, hier ab dem ein Drittel vom Schatten könnte man diese Fläche hier vorne wegschneiden. Und sonst finde ich es spannend, weil es ist so völlig ungewohnt von der Belichtung und faszinierend auch von dem Scherenschnitthaften oder so. Aber Gabriele, ich habe vorher irgendwo dich gesehen, mindestens ganz am Anfang. Ja, bin immer noch da. Hello. Wo war das genau? Ist es im HB? Am HB. Das war letzte Woche Montag, wo wir da abends noch was trinken waren. Ah, da habe okay, ich mich mal umgedreht und habe das Licht gesehen und dachte, wow, das ist ja toll, wie das Licht da von hinten reinkommt. Ja, sehr schön. Und die Person scheint schon irgendwie den Finger aufzustrecken. Die reden miteinander, die zwei, die da nebeneinander laufen. Und der hat gerade irgendwas gezeigt und seine Hand war halt gerade... Ja. In der Position, dass man so gut gesehen hat, weil da hinten diese Wand gerade hell ist. Ja. Warum ich eben so irritiert bin, ist, ich kann mich nicht erinnern, dass es da eine Apotheke gibt, aber die haben es anscheinend vor kurzem dorthin gestellt. Ja, weil vorne wird auch umgebaut. Das ist, glaube ich, die Apotheke, die vorne raus, wenn du Richtung Bahnhofstraße rausgehst, ist doch rechts eine Apotheke. Aha, und das ist, glaube ich, so das Provisorium, genau. Ja. Hast du schon mal, also natürlich klar, wenn du das, die Farbstimmung in Schwarz-Weiß machst, dann geht sehr viel von diesem orangen metallischen verloren. Hast du schon mal in Schwarz-Weiß probiert? Habe ich probiert, aber das ist ja eh relativ farblos, sage ich mal. Und das von der Lichtstimmung geht viel verloren in Schwarz-Weiß, obwohl ich ein großer Fan von Schwarz-Weiß bin, aber bei dem hat es nicht gepasst. Ja. Nein, finde ich schön, es ist so einfach ein total ungewohntes Bild, weil man sagt ja sonst, dort, wo man will, dass der Betrachter hinschaut, soll es eher hell sein. Bei dir ist es genau umgekehrt. Und wo es hell ist, gibt es keine Information. Und darum ist es so faszinierend, auch eben mit diesem Fahrrad, das noch
Schatten wirft, Reflexion am Boden und doch genügend Details zum Erkennen, dass ich in etwa weiß oder mir vorstellen kann, wo ich bin. Auch hier wird eine Zeitangabe auf die Sekunde genau und halt bei näherem Betrachten sieht man, dass da noch irgendwas passiert. Also die kommunizieren miteinander. Ja. Spannend. Irgendwie vom Ausschnitt, das ist quadratisch, oder Gabriele, wie du es abgeladen hast? Ja. Ja. Hast du es in Original schon mal irgendwie noch versucht, da unten was wegzuschneiden? Ja, ich hatte es noch ein bisschen weggeschnitten, aber dann, das gibt dem Bild noch so ein bisschen Raum. War okay, meine, so gibt es die Freiheit, wo er hinfährt auch. Das, weil Urbanität heißt ja auch, also da geht es ja auch um Architektur und Raum. Infrastruktur und Raum. Ja. Und das hätte dem recht viel Raum genommen. Aber ich gebe dir recht, wenn ich es jetzt nochmal so sehe, wahrscheinlich also mindestens an dem linken Kanaldeckel, da oben drüber hätten wir es schon noch wegschneiden können. Ja. Einfach so ein bisschen verdichten. Also man kann durchaus ein bisschen lassen, aber genauso auf dem Kanaldeckel, so ist einfach so, es ist auch wiederholend die Fläche und es geht so relativ wenig ab. Aber einfach, das ist das Coole, beim Zuschneiden habe ich glaube extrem viel profitieren können in allen Kursen, weil man hat am Anfang so das Gefühl, das muss noch drauf oder ich getraue mich jetzt nicht radikal zuzuschneiden. Probiert einfach alles aus, tut das auch in verschiedenen Formaten speichern und ihr entdeckt dann schnell, welches Format für welches Bild funktioniert. Und es ist natürlich auch schwierig, also es muss ja nicht immer quadratisch sein für Instagram, ihr könnt es ja dann, wenn ihr es rauflädt, auch noch so in dieser Form durch einen Fingerswitch eigentlich anpassen, Hoch- oder Querformat. Wenn ich es mal verstanden habe, wie das geht, okay, dann lade ich ja auch Landscape-Fotos hoch. Gehst du über den Computer oder über das Handy? Über das Handy, über den Computer verstehe ich es überhaupt nicht, wie ich ich glaube, über das Handy ist wirklich nur so Swippen mit dem Finger und dann das Bild so kurz zusammenscrollen und das sollte, glaube ich, gehen. Aber ist auch in quadratisch gut gelungen, also finde das Wichtigste ist drauf. Ich danke dir, Gabriele, für deinen Beitrag. Geht mal. Ah, das kommt mir noch bekannt vor. Ich glaube, da war ich schon mal mit einigen von euch, Oranienbrücke. Was ich mich da frage, ist, wie lang war die Langzeitbelichtung? 30 Sekunden sehe ich, ISO 100. Und wir haben schon ein bisschen Zug von den Wolken drauf. Natürlich super spannend, würde ich finden, wie alt oder neu ist das Bild? Und um welche Zeit ist es circa aufgenommen worden? Andi, kannst du uns da helfen? Ja, das ist tatsächlich letzter Winter, als wir dort waren. Mhm. Das war irgendwie 5:30 oder so. Also war nicht so spät. Das ist der Vorteil vom Winter, dass man früh kann mit so Fotos beginnen. Also kurz auf Samstag, kurz vor Abend. Ja. Aber trotzdem hat man hat schön die blaue Stunde noch drauf auf dem Bild. Natürlich verstärkt durch durch im Prinzip das Verschwinden der Sonne. Im Prinzip, wenn die Sonne am Horizont verschwunden ist, ist es immer noch hell und dann beginnt eigentlich je nach Wetter ganz schön die blaue Stunde und sehr einen großen Kunstlichtanteil auch drauf. Und ich habe das Gefühl, dass schon bei diesen 30 Sekunden ein bisschen aber auch so die Bewegung von den Wolken drauf ist. Also selbst für Langzeitbelichtung einer relativ kurzen Zeit im Verhältnis haben wir schon ein bisschen Bewegung von den Wolken drauf. Und Weitwinkel, ja, finde ich sehr schön. Auch von der Stimmung her. Meine erste Idee war ja für das Thema Urban. Ich wollte meinen ehemaligen Schulkollegen Urban Müller porträtieren. Ja. Der war auf die Kürze nicht aufzutreiben. Okay. Kannst du ja sonst irgendwie einbauen. Das heißt, es wäre dann nur der Name die Verbindung gewesen zum Thema. Ja, okay. Sehr gut. Ist das ein Bündnername, Urban? Das klingt so, ja, das klingt so ein bisschen bündnisch. Ich bin mal mit einem Urban in die Schule gegangen und ich meinte mich zu erinnern, dass er Bündner war. Aber das kann man ja trotzdem noch nachverfolgen, weil ich hatte dann später Zeit der Urban. Ja. Sehr gut. Vielen Dank, Andi, für deinen Beitrag. Falls euch fragt, ich gehe meistens zuerst das Bild anschauen, dann sage ich, das muss ja einfach und dann erst einen Text lesen. Ich sehe auch wieder so urbane Landschaft, so verdichtetes Bauen, ganz viel Blöcke zusammengeschachtelt, aber dort so ein bisschen Park, Teichanlage im Vordergrund und Kinder, die da in einer Spielgruppe oder Kindergarten oder irgendwie sonst unterwegs sind. Vielleicht wollen sie auch nach Hause oder so. Und das Spannende ist, dass sie ja in diesem Wasserbereich die Kinder sich wieder reflektieren. Also wir haben so zwei Formen von Realität. Auch wir haben die Reflexion im Wasser und wir haben die Kinder, die wirklich da durchgehen. Es scheint ein warmer Tag zu sein. Da haben wir irgendwelche Mützen oder so an. Irgendwie so Sonnenschutzsachen, aber trotzdem irgendwie
nicht so mega warm. Wir sind alle irgendwie relativ langärmlich angezogen. Albin, ich glaube, Albin habe ich nicht gesehen vorher. Das ist ein Albin Hollenstein, das Foto von der Belichtungszeit her, 200 Blende 900 ISO. Und da vermischt sich halt alles ein bisschen. Wir haben Architektur, wir haben Street Photography, das vermischt sich ja, ich meine urban, das ist im Prinzip, kann man, also Street Photography ist extrem naheliegend, dass man das eigentlich in einem Bild nachher zeigt, genau. Und ich finde, es lebt vor allem von dieser Spiegelung auch noch im See, wo ein Teil nochmal von der Realität reflektiert. Ich würde auch da, wenn ich überhaupt etwas ändern würde, zum noch mehr diese Dichte zu zeigen, wenn es irgendwie geht, mal schauen, ob ich könnte das Bild so zuschneiden, dass null Himmel drauf ist, dass wirklich einfach alles nur Wohnlandschaft drauf ist. Das würde noch mehr ein bisschen dieses Gigantische von diesen Gebäuden noch darstellen. Und irgendwie scheint da noch was durchzuschwimmen. Man sieht es nicht, aber von der Form her könnte es irgendein Wasservogel oder keine Ahnung was sein, wo da so seine Spur durchzieht. Das müsste da irgendetwas sein, aber vielleicht ist das von der Auflösung her einfach sehr schwer zu erkennen. Gut, ich glaube, das könnte so Richtung weit oben sein, die Aufnahme, wo da entstanden ist. Susanne, weiß ich gar nicht, ob sie da ist. Falls ja, einfach kurz reinrufen, aber ich glaube nicht. Von der Perspektive her haben wir auch wieder so das typische Zürich-Panorama mit dem Prime Tower rechts. Wir haben den Zürichsee drauf und je nach Wetter sehen wir noch ein bisschen von den Wolken, von den Bergen im Hintergrund. Und von der Stimmung her denke ich auch, dass eher zu fortgeschrittener Stunde aufgenommen worden ist. Und dadurch entsteht halt, dadurch, dass das Licht so ein bisschen von links reinfällt, entsteht auch diese warme orange Stimmung. Und das ist da wirklich so ein typisches urbanes Bild. Und auch hier wieder ein Klassiker, wo ich in Zürich immer so, ich sage es, ich habe eine Hassliebe dazu, sind, ich fange jetzt nicht die Menge an Kranen zu zählen. Wir haben mindestens, ich würde sagen, hier schon etwa 7 drauf oder so. Also wird gebaut ohne Ende. Und zum Teil stört mich das, wenn ein Kran das Bild oder das Motiv irgendwie verstellt oder so. Gut. Aber schöne Stimmung von den Farben her, von dem Lila im Hintergrund und dem Gelb hier so. So, jetzt muss ich wirklich studieren, dass ich das richtig interpretiere. Ich meinte, ein Auto zu sehen, was sich bewegt in der Stadt. Und dadurch, dass es so schwarz ist, erkenne ich es praktisch nur an dem Licht vorne und hinten, was ich spannend finde. Und das gab es von der Eileen ein Bild. Und das ist für mich ein typisches Bild, wie sie ist zwar auch schon größer, aber wie Kinder die Welt sehen. Es ist ein extrem tiefer Standpunkt. Und das finde ich spannend, weil es ist ein neues Seherlebnis. Weil welche Erwachsene würde schon auf die Idee kommen, die Bordsteinkante mit ein Teil noch von der Kanalisation draufzunehmen, um das Bild so schon fast schon zu machen, als ob man das Gefühl hat, man schneidet die Erde auf. Es könnte ja auch wie so ein Teil die Erde aufgeschnitten sein, wo man dann so einen Querschnitt eigentlich hat. Und eigentlich ist es nämlich an nur die Straße oder der Bordstein und dann haben wir hier unten irgendetwas so Regenkanäle, wo das abläuft. Und das Ganze natürlich ein bisschen düster gehalten, also sehr viel Schwarzanteil im Bild. Und von der Belichtungszeit denke ich mir, ist es im 10-Sekunden-Bereich. Aber ich weiß gar nicht, ob Eileen dabei ist. Falls ja. Hey, ja. Yeah, hello, guten Abend. Sag mal, wie tief warst du denn da unten mit der Kamera? Position. Also, ich bin am Boden gelegen. Okay. Aber nicht auf der Straße? Nein, neben der Straße. Okay, neben der Straße, okay, ja. Und von der Zeit her denke ich so im 10-Sekunden-Bereich. Oder hast du einfach mal irgendwas gedrückt an der Kamera? Ich habe es mit dem Handy gemacht. Mit dem Handy, okay. Aber ich würde mal sagen, so im 10-Sekunden-Bereich, wir haben ein bisschen Unschärfe drauf und ein bisschen das Licht, was sich mitzieht. Okay. Und dann die gesamte Stimmung, ist die schon so gewesen auf dem Foto, wie du es aufgenommen hast? Oder hast du nachträglich das Bild noch bearbeitet im Handy? Es schaut so düster aus. So, du hast es? Die waren eigentlich schon so. Das war eigentlich schon. Es erinnert mich nämlich so ein bisschen an einen Film, so einen Krimi-Film irgendwie so, wo der Täter flüchtet mit dem Auto und alles schaut da so ein bisschen wie ein Filmstil. Finde ich sehr cool aufgenommen. Und bist du irgendwie auf
also du stehst irgendwo hin, also das ist schon ein Abfluss von für Regen da vorne, oder sehe ich das richtig da? Und wo bist du genau gestanden? Bist du, du warst nicht mehr auf, also warst du auf dem Trottoir oder? Oder warst du auf der? Ich war eigentlich in der neben dem Trottoir. Okay. Ja. So, was heißt da? Okay, das heißt aber zwischen Auto und dir, also das ist eigentlich alle Straße, da was man sieht. Ja. Und dann kommt die Regenrinne und dann kommt Trottoir und dann kommt irgendwann mal halt Gras oder was auch immer. Sehr cool. Very nice. Danke dir für deinen Beitrag. Urban in Rüti, also auch dort kann man urbane Fotos machen. So, das würde ich jetzt mal behaupten, ist definitiv nicht mehr in der Schweiz aufgenommen worden. Joe hat irgendwas geschrieben, glaube ich, dass er heute nicht kann dabei sein, ich das richtig interpretiert habe. Falls ich da falsch, ich muss mal kurz schauen. Ich sehe eine Stadt mit irgendwie extrem altmodisch ausschauenden Häusern und einen Fluss. So auf den ersten Blick, ohne zu wissen, was es ist, würde ich sagen, es ist irgendwie Amsterdam oder so. Es kann aber auch sein, dass das alles künstlich angelegt worden ist, irgendwie so als Touristenmeile, wo man so shoppen gehen kann und wo das irgendwie nachkonstruiert worden ist. Es dürfte zur Weihnachtszeit herum aufgenommen worden sein, weil es ist extrem beleuchtet. Oder vielleicht hängt das ganze Jahr, weil das sind im Prinzip die das ganze Jahr Weihnachten feiern. Ich glaube nicht, dass es Häuser sind, wo original, also aus der Originalzeit sind, weil irgendwie sehe ich da C und A und weitere moderne Geschäfte. Aber ich habe ehrlich gesagt, also falls irgendjemand eine Idee hat, wo das sein könnte, bitte gern melden. Also ich denke, es ist irgendwie so Holland, irgendwas so in dem Bereich herum, aber es schaut ein bisschen nordisch aus von den Häusern und von den Bauten her. Wir können Joe fragen. Eher so in den Abendstunden aufgenommen worden. Es scheint sehr dunkel zu sein und im Vordergrund das einzige Licht kommt eigentlich von den Straßenlampen, von den Geschäften und von der Weihnacht, also ich sage jetzt immer halt mal Weihnachtsbeleuchtung. Und natürlich auch total urban, also da wuselt in allen Richtungen Menschen herum und gehen noch zu später Stunde, so scheint es zumindest zu sein, shoppen. Also vielleicht ist es irgendwie 3 am Nachmittag und einfach dunkel bei denen, das kann natürlich auch sein. Gut. Dann sind wir schon beim letzten Beitrag. Das ist von mir. Ich habe auch ehrlich gesagt eins ausgegraben. Und zwar war ich vor einiger Zeit in Bangkok und habe mal die U-Bahn genommen. Bin nämlich so weit gefahren, bis sie nicht mehr weiter fuhr, also bis Endstation. Und das Spannende war, und das wusste ich nicht, das musste ich nach recherchieren, jetzt standen Tausende von Autos. Und da habe ich mich gefragt, warum stehen da so viele Autos? Das sind die Landarbeiter, die reinkommen am Morgen, die stellen das Auto draußen außerhalb von der Stadt ab, fahren dann mit der Metro rein nach Bangkok, gehen dort arbeiten, zum Teil die ganze Woche und fahren dann am Wochenende wieder zurück aufs Land, weil sie einfach sich es nicht leisten können, eigentlich in Bangkok selber die Miete zu zahlen. Ich habe noch nie in meinem Leben, das ist nur ein ganz kleiner Bruchteil von den Autos, die dort standen, so viele Autos auf einem Parkplatz gesehen. Und was ich noch ein bisschen nachgeholfen habe, um das noch ein bisschen zu verstärken, ich habe nach im Photoshop noch den Tilt-Shift-Effekt angewendet, den findet ihr in der Filter, ich habe Weichzeichnungsfilter und habe dadurch vorne, also unten und oben, das Bild einfach weich gezeichnet. Dadurch entsteht so ein bisschen ein Miniatur-Landschaftseffekt. Gut, gibt es von eurer Seite aus gerade noch Fragen? Falls nicht, würde ich nämlich kurz das Thema für nächste Woche posten. Und das ist jetzt eine ganz eine schwierige Aufgabe. Sie tönt am Anfang einfach, aber es ist ein bisschen anspruchsvoll. Ich stelle sie gleich online. Roberto, darf ich unterbrechen kurz? Ja, sehr gerne. Du hast ganz am Anfang ist noch ein Foto, das hast du, glaube ich, übersehen. Habe ich es übersprungen? Nein, das gibt es ja nicht. Also einen Moment. Geh mal zurück. Lalalala. Das hier. Nee. Das muss das sein, weil das haben wir angeschaut. Jetzt, ja, genau. Das haben wir nicht angeschaut. Hast du absolut recht, ja. Also, sehr gut. Vielen Dank für die Info. Ich gehe da mal kurz meinen Post vorbereiten, genau. Ja, vielen Dank. Also, wir haben ein Foto von Nathalie. Wir haben, heute war ich seit langem wieder einmal in Konstanz. Ja, das kann ich auch sagen. Seit langem wieder mal waren wir letzte Woche. Besonderen Charme, Hintergassen gibt es hier schöne Ecken, ganze Geschichten erzählen. Ja, das stimmt. Konstanz hat eine sehr schöne Altstadt. Und auch hier, wir haben eher alte Häuser, aber natürlich urbanes Leben findet in allen Formen von Behausungen statt. Wir haben eine Altstadt,
die überall sein könnte. Es könnte auch irgendwo im Niederdorf eine Gasse sein. Ich habe eher so die individuellen Schilde lassen, darauf schließen, wo es aufgenommen worden ist. Und wir haben diese, ich sage jetzt mal, Touristen, die hier flanieren zu scheinen. Und dann haben wir Fahrräder, die dort stehen, Postkarten. Es gibt sehr viele Sachen, die man so einzeln anschauen kann. Und auch der Blick wieder, so dieser Tunnelblick nach vorne, finde ich schön. Und ich meine, so nach 10 Mal anschauen, dass ich hier oben eine Katze sehe. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es eine Katze ist, aber es scheint eine Katze hier oben zu sein, die so runterschaut. Das gibt natürlich dem Bild einen zusätzlichen Reiz. So, ich wäre mal soweit nach mit dem Posten. Ich habe das gerade geteilt und ich schreibe es aber auch noch, ich werde noch kurz in den Chat rein. Ich tue mal die Aufnahme kurz stoppen. So, also. Das Thema für nächste Woche heißt Dein Lieblingsfilm. Und ich will nicht ein Cover fotografiert haben von einer DVD von eurem Lieblingsfilm, sondern ich möchte, dass ihr irgendetwas aus dem Film nachstellt und wir versuchen dann zu erkennen, was es für ein Film ist. Also wichtig ist, es darf kein Text drin haben, was darum geht, irgendwie, weiß auch nicht, Matrix oder so, sondern es soll wirklich anhand von dem Foto, Asia lacht, anhand von dem Foto erkennbar sein. Es ist ein bisschen so eine komödiantische Einlage, die ich euch da gebe. Und Peter kann sich kaum mehr erholen. Ist mir total spontan eingefallen, weil wir heute ins Autokino Grease schauen gehen. Ich tue dann irgendeine Szene von Grease nachstellen. Nein, jetzt habe ich schon verraten. Es wird was anderes sein. Also ich tue es nochmal kurz rein. Ich glaube, ich habe geschrieben, mein oder dein Lieblingsfilm. Peter, hast du denn schon deinen Lieblingsfilm oder du möchtest dann... Nein, das kann ich nicht fotografieren. Okay. So, also das ist das Thema für nächste Woche. Ich bin super gespannt, was für Beiträge kommen werden. Asia hat sich nicht mehr halten vor Lachen. Und ja, bis nächste Woche. Kommt gut nach Hause und haltet die Ohren steif und ich bin total gespannt auf die Beiträge von nächster Woche. Das wird sicher ein total lustiger Dienstagabend. Danke, schönen Abend. Ciao zusammen, schönen Abend. Tschüss, miteinander. Tschüss zusammen. Danke, Roberto. Bye-bye. Bitteschön.